Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Aufgebraucht-Video für euch, ein Beauty-Aufgebraucht und die Sachen zeige ich euch. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was angesammelt und ja, genau, habe es für euch angesammelt, um die Sachen jetzt auch endlich mal wegzuwerfen. So, es geht los und zwar habe ich 2 Packungen Wattestäbchen aufgebraucht. Keine Sorge, nicht innerhalb von 4 oder 8 Wochen, was das jetzt war, sondern schon länger und ich hatte diese von DM hier. Ich hatte die von DM Ebelin hier, diese ganz normalen 300 Stück Wattepads. Die haben ja so verschiedene Motivschachteln. Und ja, da waren dann nur noch so 4, 5 drinnen. Hatte dann aber nicht bei DM bestellt oder eingekauft und habe mir dann, also welche benötigt habe, weil ich noch ein paar drinnen hatte, von Edeka welche mitgenommen. Und zwar von Elkus Face. Das sind auch 300 Stück. Das sind Bio-Wattestäbchen gewesen. Ja, und dann habe ich irgendwie die Schachtel noch gehabt mit meinen 5, 6 Wattestäbchen hier. Und habe aber dann diese hier aufgemacht, als ich die hatte. Und ja, aufgebraucht, sagen wir dann mal. Und habe festgestellt, dass ich hier noch welche drin hatte. Habe dann auch die genommen, deswegen beide sind dann zeitgleich leer gegangen. So sieht's aus, ja. Also 2-mal Wattestäbchen. Dann habe ich von L'Oréal Professionnel wieder mein Shampoo leer gemacht. Das Pinke hier Pro Longa. Ja, mag ich ja auch sehr gerne. Habe ich auch schon wieder neu gekauft. Und meine Mundspülung, die ja, brauche ich ja auch immer. Beziehungsweise ist das die, die ich immer verwende, von DM, der Eigenmarke Dontodent. Die antibakterielle. Ja, mag ich sehr gerne, ist geschmacklich, finde ich jetzt die beste und ja, hoffe, die wird auch nie aus dem Sortiment genommen oder irgendwie umgeändert, weil die ist wirklich perfekt. Ja, habe ich natürlich auch schon wieder zu Hause. Dann habe ich einfach ein Stück Seife leer gemacht von Dove, einfach nur das normale klassische Seifenstück eben. Genauso wie von Isana, der Rossmann Eigenmarke, habe ich hier diese Isana Metseife, also auch fürs Badezimmer verwendet. Beziehungsweise, ich glaube, davon haben wir jetzt noch ein bisschen was. Das ist so eine ganz normale medizinische Seife mit Aloe Vera. Fand ich auch sehr gut. Und ja, ein bisschen was ist noch da. Genau, die Dove ist, glaube ich, schon weg. Da haben wir schon wieder die nächste Dove liegen. Und hier diese hier. So, ach, ganz klebrig. Dann habe ich eine, wenn wir schon bei Seifen sind, ich habe eine Flüssigseife in der Küche da noch leer gemacht. Wir haben ja Gästebad, das normale Bad, das andere Bad, dann noch die Küche. Deswegen viele Seifen. Und für die Küche habe ich hier die Flüssigseife, fülle ich immer in meine Behälter um. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe die irgendwo mal mitgenommen. Keine Ahnung. Und zwar Früchtetraum, schaut mal. Und die riecht so richtig lecker multivitaminmäßig oder roch. Die ist ja leider auch schon komplett leer. Ja. Die riecht wie von Duschdass. Kennt ihr von Duschdass dieses eine Duschgel oder die Handseife davon? Das ist auch so mit tropischen Früchten und genauso riecht diese hier. Also fand ich auf jeden Fall sehr lecker. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich die mal mitgenommen habe. Ja, dann habe ich meine Foundation wieder leer gemacht und zwar von Catrice. Die Nude Drop Tinted Serum Foundation in der Farbe 004N. Und ja, ist ja hier diese Drop Foundation. Habe ich komplett leer gemacht, auch mit dem Pinsel bin ich innen rein und habe noch alles leer gekratzt. Ist jetzt auch nichts mehr drin, nur noch eine ganz dünne, trockene Schicht, also geht nichts mehr raus. Das Blöde ist, dass hier dieses Gummiding hier oben, schaut mal, das ist hier irgendwie kaputt gegangen und danach ist es hier oben überall rausgelaufen. Konnte ich also so jetzt nicht mehr mitnehmen für unterwegs, wenn man ja, unterwegs ist, auf Reisen oder so, und habe es nur noch zu Hause verwendet. Ja, aber schaut mal. Und das hat man auch nicht mehr hinbekommen, dass es irgendwie wieder fest wird. Ja, schade. Aber die Foundation ist sehr gut, die ist jetzt leicht deckend und ja, ist ganz in Ordnung. Was habe ich noch leer gemacht? Dann mein Augenbrauenstift. Das sind so die Sachen, die ihr sowieso immer bei mir seht, weil ich wechsle ja jetzt selten meine Make-up-Routine. Also hin und wieder schon, wenn ich neue Sachen ausprobiere. Aber so überwiegend ist es ja dasselbe. Von NYX mein Augenbrauenstift. Den Microbrow-Pinsel in der Farbe Taupe. Ist auf der einen Seite zum Rausdrehen, ist leer natürlich, und auf der anderen Seite das Bürstchen. Ja, kaufe ich auch immer wieder nach, ist die perfekte Farbe für mich. So wie Lidschatten. Von L'Oréal habe ich 2-mal den gleichen leer gemacht, weil ich auch mal den einen, mal den anderen mitgenommen habe. Und zwar ist das dieser Öl-Eyeshadow in der Farbe 20 Queen Satin. Wie gesagt, 2-mal und da habe ich auch alles auch aus den Ecken hier rausgekratzt. Da habe ich ein Wattestäbchen für verwendet, um die Reste hier noch so zu lockern und rauszubekommen. Beide komplett leer, mal den verwendet und den einen hatte ich nämlich in der Handtasche, den anderen zu Hause. Und ja, deswegen beide leer und natürlich auch schon wieder den neuen in Gebrauch. Wie soll es anders sein? Dann habe ich noch ein Haarschampoo leer gemacht und zwar von Kérastase.
das Disziplin hier, das Orangene, auch das habe ich wieder mir nachgekauft. Wechsle ich immer ab, mal dieses hier, wobei ich aktuell ein neues in Verwendung habe, und zwar von Santé. Genau, von Santé, das vegane Naturkosmetik-Shampoo. Ja, ich weiß nicht, meine Haare sehen jetzt irgendwie, also man sieht es vielleicht, dass sie so ein bisschen dicker sind. Ist halt ohne Silikone, ne? Deswegen werden die nicht so, also die sind schon geschmeidig, aber haben halt da eine andere Textur. Das verwende ich jetzt seit 8 Tagen. Also aktuell nehme ich nicht diese zwei her, sondern teste das Shampoo von Santé. Das zeige ich euch dann auch, wenn ich es aufgebraucht habe oder so mal in einem Vlog. Auf jeden Fall, ja, jetzt nach 8 Tagen merkt man, also bei dem ersten oder zweiten Mal Haarwaschen, bei den ersten 2, 3 Haarwischen merkt man das nicht mit dem Shampoo, so eine Veränderung. Das muss man schon mehrere Wochen dann verwenden und darf da nicht wechseln, dass man eine Veränderung an den Haaren merkt. Das ist bei jedem Haarshampoo so. Und ja, bei dem merke ich jetzt nach 8 Tagen, dass schon die Haarstruktur so anders wird. Ich werde es jetzt noch weitere 7, 8 Tage verwenden. Dann waren es ja schon um die 2 Wochen oder 2,5 Wochen. Und dann gucke ich mal, ob ich es weiterverwende. Ja, wir werden sehen. Ich werde euch berichten auf jeden Fall. Dann habe ich ein Deo leer gemacht, und zwar das von Biotherm, so ein Roll-On von Biotherm, das Deo Pure, das mag ich auch sehr, sehr gerne, also es ist einfach nur ein Roll-On, geht auch nichts mehr raus. Da hatte mich meine Kamera kurz verlassen, ja, ich wollte sagen, da geht auch nichts mehr raus, und natürlich habe ich es auch schon wieder neu in Verwendung. Ich liebe das, und zwar gibt es diesen Roll-On, also das Deo von Biotherm, dieses Deo Pure, gibt es auch als Creme in so einer Tube, als Deo-Creme, habe ich auch. Aber aktuell verwende ich das lieber. Mal habe ich die Creme eine Zeit lang lieber verwendet, mal den Roll-On. Aktuell den Roll-On ist natürlich auch einfacher mit dem Roll-On, weil man sich danach nicht die Hände waschen muss, logischerweise. Aber ja, aktuell nehme ich den Roll-On her, und beides kann ich empfehlen. Beides wirkt genauso. Zumindest bei mir wirkt es. Ist ja auch unterschiedlich von Körper zu Körper. Ja, seitdem ich das nehme, ja, schwitze ich nicht mehr. Es hält Ewigkeiten, man macht es morgens früh dran, am Abend, wenn man ins Bett geht, ist es immer, hat immer noch einen perfekten Halt. Viele Deos, ich habe ja auch schon sämtliche, also früher sämtliche Sprühdeos, auch Deo-Roll-Ons oder Cremes und alles verwendet oder auch ausgetestet. Und bei den Sprühdeos bin ich nie zurechtgekommen. Also entweder hat das gleich komisch gerochen auf der Haut, oder wenn man dann ja mal geschwitzt hat, ne, zum Beispiel im Sommer jetzt oder im Winter kann man auch schwitzen, dann nimmt es einen anderen Geruch an. Also ich habe keins gefunden, und ja, seitdem ich das habe, nehme ich nur das, bleibe auch bei dem, und ja, es wirkt perfekt, zumindest bei mir. Dann habe ich wieder meine Kamillenhandcreme leer gemacht, und zwar von Herbacin, die Kamillenhandcreme. Ich liebe die. Da habe ich immer 2, 3 auf Backup. Jetzt habe ich noch 2, weil die neue ist wieder in Verwendung. Und kann ich nur empfehlen, ich liebe ja, also die 2 Düfte, die ich liebe, sind Kamille und Rosenduft. Natürlich auch je nachdem, in welcher Kombination, wenn bei dem Rosenduft, zum Beispiel bei einer Gesichtscreme oder so, noch andere Düfte drin sind, kommt das drauf an mit den Nuancen. Aber Rose an sich und Kamille liebe ich. Also ja, genau, könnte ich mich reinlegen, könnte ich aufessen. Ja, liebe ich. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, diese Handcreme hier. Außerdem wir können Kamillenduft. Dann auch mal wieder leer gemacht von Nivea, meine Intimwaschlotion. Diese rosa-rote Sensitiv-Variante, diese mintfarbene, mag ich nicht vom Geruch, die hatte ich schon mal. Deswegen, ja, ich kaufe immer diese hier nach. Dann von Betty Barclay mal wieder mein Duschgel. Das ist das Duschgel, wo ich auch das Parfum habe, nämlich Number 2. Und ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ich das Duschgel verwende, mache ich das Parfüm nicht zusätzlich noch dran und auch sonst keins, weil dieses Duschgel hat ja schon ein Parfüm drinnen. Und ja, braucht man wirklich nicht viel, so ein kleiner Klecks, wenn man sich duscht. Und dann hat man schon die Parfümnote dran, und das hält auch wirklich den ganzen Tag. Kann ich auch nur empfehlen. Gibt es auch sowohl einzeln zu kaufen, als auch im Pack mit Parfüm oder auch mit Bodylotion. Die Bodylotion hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Riecht aber ein bisschen anders. Also von der Bodylotion bin ich nicht so begeistert, ja. Aber von dem Duschgel definitiv. Dann, was ich auch wieder leer gemacht habe, ihr seht, das sind immer so die gleichen Sachen, die sich alle jeden Monat oder alle paar Monate wiederholen. Jetzt das Duschgel hier von Betty Barclay brauche ich ja nicht alle 4 Wochen auf, weil das nehme ich nur hin und wieder mal her. Das ist nicht mein tägliches Duschgel, ich nehme einfach nur ein Stück feste Seife. Da habe ich auch meine speziellen, die ich immer verwende. Und ja, das hier eben, ne, nur hin und wieder. Ja, von Laura Mercier, mein Puder. Und zwar das, wie heißt es denn jetzt? Brightening, genau, das Secret Brightening Powder for Under Eye, Nummer 1. Einfach hier zum Aufhellen, dieses Weiße. Und ja, was soll ich dazu sagen, ist das beste Puder. Das große Puder habe ich auch, also komplett das Translucent Powder. Aber das hier für unter die Augen ist auch perfekt. Also
Beide top. Und sind wir jetzt schon zuletzt? Ach nee, ich habe drüben auch noch was liegen, hole ich noch. Dann habe ich von Penat ein Babyprodukt leer gemacht. Und zwar einfach nur das Puder von Penaten. Oder sagt man Penaten oder Penaten? Wie sagt ihr? Penaten? Oder ich glaube, ich habe mal gehört, dass das Penaten heißt. Ich sage immer Penaten. Fertig, ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie spricht ihr es aus? Penaten? So wie ich sage, oder Penaten? Ja, auf jeden Fall, das Puder hat auch ewig jetzt gehalten wieder. Das verwende ich als Trockenshampoo. Wenn ich mal, also eigentlich wasche ich mir die Haare täglich, also wirklich täglich morgens beim Duschen. Ja, scheiden sich die Geister. Muss jeder selber wissen, wie er sich jetzt die Haare wäscht. Ob jetzt jeden Tag, alle zwei Tage, einmal die Woche, was auch immer. Ich wasche auf jeden Fall jeden Tag. Wenn ich die aber dann doch irgendwie erst Mittag oder Nachmittag mal gewaschen habe, kommt auch vor. Wenn ich jetzt morgens zu beschäftigt bin, am Arbeiten bin, am Kochen bin und dann sowieso weiß, ich koche jetzt gleich für Mittag irgendwas Deftiges oder so, was sehr, sehr intensiv riecht und auch in die Haare reinzieht, entscheide ich mich dann natürlich dafür, dass ich, wenn ich gekocht habe und die Wohnung wieder gut riecht, dann erst mir die Haare wasche und dusche. Genau. So, und dann ist vielleicht der Fall, dass ich am nächsten Tag dann mir nicht in der Früh die Haare wasche, dafür aber dann das Puder verwende, weil die Zeit dann ne, nicht, noch nicht so lange war jetzt. Genau, dann nehme ich Puder. Ja, deswegen ist, ja, ich glaube, ich komme mit dem einen Puder ein ganzes Jahr aus, wenn nicht sogar länger. Ja, so, und jetzt hole ich noch, was habe ich denn? Ich habe drüben, glaube ich, noch zwei Sachen oder sowas. Die hole ich noch schnell. So, da bin ich wieder und habe die zwei Sachen noch geholt. Mir ist mein Nagellackentferner gestern nämlich noch ausgegangen. Habe ich aber auch schon wieder den neuen. Ich habe immer die Backups dann ja schon zu Hause auf Reserve. Und zwar von dem Einmarke Ebelin, diesen Nagellackentferner mit Aprikosenkernöl. Ja, und ich habe den gleichen auch wieder jetzt. Ich weiß nicht, ist der noch verfügbar? War das so eine Limited Edition? Das ist ja mit Aprikosenduft. Ja, vielleicht gibt es den noch. Auf jeden Fall hatte ich mir da nämlich den vor längerer Zeit dann nochmal nachbestellt. Weil ich den sehr, sehr gut fand und dachte, wenn der leer ist, dass ich den wieder habe. Ja, so ist es jetzt auch. Und danach mal gucken, ob ich den dann wieder nachbestelle, falls es den noch gibt oder einen anderen. Aber der ist sehr gut. Also, ja, macht das, was er machen soll. Genau, der ist mir ausgegangen. Und dann habe ich noch eine Seife, die ich aktuell verwende. Das ist jetzt meine Seife, mit der ich mich wasche. Die habe ich jetzt das erste Mal ausprobiert und zwar von der Marke Oibos. Das ist jetzt nur noch die Schachtel. Die Seife selbst ist rot und ja, duftet richtig lecker. Das ist jetzt hier normale Hautbasispflege. Und zwar das Interessante ist, es ist keine richtige Seife, also keine Seife aus Seife. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich lese es euch mal vor. Und zwar hier Basispflege fest Waschstück mit frischem Duft für die tägliche medizinisch schonende Körperreinigung. Besonders empfehlenswert bei unreiner Haut und allgemeiner Seifen. Seifenunverträglichkeit. Ich habe keine Seifenunverträglichkeit. Ich habe auch keine unreine Haut oder so. Aber ja, ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Den Duft finde ich super. Es funktioniert. Und zwar ohne Seife steht hier. Dafür mit ausgesuchten Waschrohstoffen und schützenden Pflegeadditiven wie Allantoin, wenn ich es richtig ausspreche. Eine alkalische Quellung der Haut, wie bei herkömmlicher Seife, wird vermieden. pH-neutral schützt die natürliche Biosphäre der Haut. Ja, hört sich interessant an. Also eine feste Seife, die keine Seife beinhaltet. Der Duft ist super lecker. Also ist so ein, also ja, ein leichter Rosenduft, aber nicht wirklich. Also einfach ein erfrischender, schöner Duft, mag ich. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich es mir wieder nachkaufe. Ja, genau. So sieht's aus. Ansonsten habe ich noch so meine anderen zwei, drei, die ich immer verwende. Natürlich mit Rosenduft unter anderem. Und ja, das war's jetzt mit dem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir gerne ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Falls ihr mir noch keins da gelassen habt. Und bis zum nächsten Mal.